Den hast du da in deiner Tasche eigentlich versteckt? René? 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 Oh wei, oh wei. Von der Heldmaschine, wie man sie kennt, der frühe Vogel und so. Es ist 2:30 Uhr morgens an unserem altbewährten Parkplatz. Wir treffen uns jetzt und dann fahren wir gen Norden. Nach? Flensburg. Erstmal einen wegflensen. Stau. Voll in die Kacke gegriffen, würde ich sagen. Ich bin der Jens und ich muss den Lars ersetzen, weil der Lars irgendwie die Jungs ganz fies versetzt hat. Wir müssen ja weiter. Die Sau. Schön, er hat die Haare schön. Leute, da geht man auf ein Festival nach Flensburg und wen treffe ich? R2-D2. Nicht zu fassen. Moment, ich zeig's euch. Heldmaschine. Wir sitzen hier auf dem Feld des Sieges, am Flensburger Hafen. Wir essen noch ein Eis und dann geht's los, ne? Über den Wolken, ja, 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 muss die Freiheit und grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann. Das ist der Frankie von Stahlmann und er hat seine Hose in Plastik eingepackt, hat er gerade erzählt. Weil sie sonst glitzert. Ja, das ist aber doch gut. Glitzerhose. Aber ihr seid doch Glitzerlords. Ja, wir sind die Glitzerlords. Ja, die Glitzerlords. Die Glitzerlords. Genau. Die Tunings. Leute, ich habe mir gerade Kaffee eingeschüttet. Moment, ich muss euch das zeigen. Ja, muss ich machen. Ja, mach mal. Weg, Finger weg. Finger weg. Finger weg. Ja. Der schrumpft. Der schrumpft! Don't you worry about a thing. Ist das denn geil? Das ist echt der Hammer. Einfach nur echte Helden sind aus Maschinen.